Entwicklung als Makler, Makler Next Level, also November 2021. Wir schreiben jetzt November 2022. Was ist dann ab Dezember 2021 passiert? Heute die nächste Podcast-Folge von unserem Immolution-Podcast. Ich habe wieder einen spannenden Gast bei uns, und zwar den lieben Christian Steffen. Genau, vom Eifel-Mosel-Makler. Und wir wollen heute mal ein bisschen Deep Talk machen, einfach auch Real Talk. Wir wollen uns unterhalten über Entwicklung als Makler, Makler Next Level, einfach wie kommt man zum nächsten Level und, kleiner Spoiler, wie macht man in der jetzigen Zeit Zinskrise, trotz Zinskrise, wie schafft man in 2 Monaten 19, glaube ich, waren es, ja? 19 Beurkundungen, 19 Immobilien beurkundet in 2 Monaten. Das ist Trommelapplaus. Also das auf jeden Fall natürlich eine Podcast-Folge wert. Und deshalb wollen wir uns darüber auch heute unterhalten. Und ich will mal so einleiten, Christian, du warst vor einem Jahr, du warst ja schon, bist ja nicht das erste Mal in unserem Podcast oder beziehungsweise auch im Video hier bei unserem YouTube-Kanal zu sehen. Wir arbeiten auch schon eine längere Zeit zusammen mittlerweile. Wir haben jetzt auch wieder nächstes Level in eine Form gegossen. Aber vor einem Jahr standst du noch an einem ganz anderen Punkt. Wo warst du vor einem Jahr? Also man kann eigentlich sagen, heute vor einem Jahr. Wir haben jetzt November 2022. Erzähl mal. Das ist ganz interessant. Ich hatte die Betrachtung gar nicht drauf. Stimmt, das ist erst ein Jahr her. Wahnsinn. Wirklich 12 Monate. Original 12 Monate, und da hast du tatsächlich überlegt zu sagen, machst du mal eine Pause oder versuchst es mal alleine, ne? Ja. Ja, ist doch total okay, ne? Also kann man ja drüber reden, ne? Wo standst du vor einem Jahr? Vor einem Jahr war wirklich so ein Wendepunkt oder viel erlebt, weil ich habe die Firma wirklich umstrukturiert und lief gut. Kommt jetzt relativ, also auf den Level an, auf die Betrachtung, wer jetzt da eine Betrachtung drauf hat. Ich muss sagen, ich glaube, ich war da eher in der Phase, endlich läuft das hier mal. Mhm. Es war mal Ruhe drin, mal eine Ordnung. Erst einen guten 2 Mitarbeiter da, einfach mal, ich wollte eigentlich eher durchatmen. So, komm, das hier reicht doch für alles. Also ein bisschen Zufriedenheit auch da. Kann man das so sagen? Zufriedenheit oder endlich mal Ruhe. Ich benutze das Wort Zufriedenheit auch gerne. Nee, endlich mal Ruhe. Okay, wie viele Objekte hat sie denn damals? 4, 5? Ja, eine einstellige Zahl. Also war nicht. Ja. Ich habe jetzt für heute keine Statistik genau geführt, sondern deswegen, ich weiß das Thema ja auch seit eben, deswegen wirklich Real Talk. Genau. Und aber eine einstellige Zahl. Wir waren ein durchschnittlicher Makler. Mhm. Dort hätte man einfach so weiterziehen können. Also durchschnittlich im Sinne von, ihr habt schon ein ganz anderes Level als vorher gehabt, ne? Also unser Produkt extrem gut. Ne, also Qualität und so, ja. Das muss man jetzt mal klar sagen. Ne? Also du bist jetzt nicht einer gewesen, der jetzt irgendwo aus der Software heraus ein paar Standard-Exposés rausgehauen habt. Also ihr habt schon auf einem coolen Level schon gefunkt, ne? Also was die Leistung angeht, die Lieferung im Verkauf für den Verkäufer. Also man muss jetzt schon, also jetzt zählen wir mal ein paar Sachen auf, eine wirklich starke Homepage mit der CRM waren wir ganz weit vorne dran, nutzen ja wirklich leider die wenigsten Makler. Wir haben ein Exposé, wirklich ein echtes Exposé, kein technisches Datenblatt mit ein paar Bildern und irgendwelchen Sätzen dazwischen geknallt. Ein wirklich schickes Exposé, das den Titel verdient. Ja, genau. Und die Mitarbeiter waren auf Posten. Das war einfach auch die Makler, die haben funktioniert. Also wir hatten, und das ist der Punkt, wir hatten einen Plan. Also ich musste, wir haben nicht bei jedem Haus ein paar Dinge, wie machen wir das jetzt hier? Nee, da war schon alles schön strukturiert und im Vergleich zu heute natürlich noch auf einem anderen Level, aber auch da schön ausgearbeitet. Wir haben ein tolles Produkt geliefert, die Endkunden waren sehr froh mit uns und ich konnte stolz sein auf das, was vor einem Jahr war. Durch den Werdegang so rausgewurschtelt, das ist einfach die Betrachtung, die ich eben hatte, war ich einfach mal froh, komm, kann doch einfach mal so bleiben. So durchatmen. Ist doch gut so. Genau. Zufrieden mit meinem Anspruch eigentlich nicht. Aber ich war mal froh, dass das Schiff schön in der Kleidphase war.
Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ist das nicht genau so eine eigentlich auch gefährliche Phase? Eine gefährliche Phase, wo man sagt, ey, es läuft jetzt, wir verdienen Geld. Ja. Und jetzt kommt doch genau der Moment in so einer Selbstständigkeit. Man ist so ein bisschen auf dem Weg zum Unternehmer werden. Ja. Man hat ein paar Mitarbeiterchen. Es läuft, ne, also Mitarbeiter, ja. Ja, es läuft rund irgendwie. So, ist das jetzt der Punkt, wo es nicht auch saugefährlich ist? Auf jedem Level gibt es den gefährlichen Punkt. Ich habe den öfter immer zwischendurch erkannt, wenn keine Spannung dahinter ist. Mhm. Ja, da bin ich voll bei dir. Also, du hast ein Projekt durchgezogen, hast vielleicht auch einen neuen Mitarbeiter eingestellt, zwei neue und bupp, die laufen. Akquise, also deine Firma läuft in allen Abteilungen rund. Ja, und dann kommt, jetzt benutze ich dein Wort von eben, Zufriedenheit. So, ja. Gut, also man ist öfter wieder in schwierigen Phasen, nachdem man mal durchgeatmet hat. Und den Punkt habe ich aber inzwischen erkannt. Also, dass Druck drauf sein muss. Man muss sich unter Druck setzen. Ansonsten Stillstand ist der Tod. Okay, aber du hast dich ja dein letztes Jahr tatsächlich, ich weiß noch, der Leon, hinter dir her gewesen, sozusagen. Ne? Ne, der ist ja wirklich nicht lang, der dran, hat direkt einen Deckel drauf gemacht. Ja, aber der ist schon dran geblieben, draufgegangen ja. Auch. Und er sagt, pass auf, das kann ja jetzt wohl ja nicht das Ende sein, ne? So ungefähr. Ne? So, was ist denn da dann konkret passiert? Was war der Auslöser einerseits und was ist dann passiert? Ich habe jetzt ganz viele Bilder vor Augen, was passiert ist, weil es so intensiv war, emotional auch. Ich habe mich committed. Mhm. Also durch den Tritt, durch die Entscheidung auch zu sagen, jetzt komm, jetzt ziehen wir weiter durch. Auch wir ziehen zusammen am Strang, machen das ganze nächste Jahr wieder weiter. Da war ein Commitment von mir da, eine Verpflichtung, Druck auf dem System im positivsten Sinne. Und auf einmal hatte ich wieder Bilder vor Augen. Ich hatte wieder mehr Energie und habe alle Sachen, die so schön vorbereitet waren, auch Blümchen wieder gegossen und auf einmal ist alles gesprossen. Also wirklich, da hat eigentlich nur alles brach gelegen und ich habe dann ein Bewässerungssystem angeschaltet. Okay, aber wäre das passiert, wenn du jetzt in diese Ruhe so hätte Fahrradkette, ist natürlich jetzt auch ein bisschen. Also ich bin mir sogar sicher, es wäre maximal nach unten gegangen. Bin ich mir sicher, weil ich ja die kurzen Phasen kenne, wenn man mal kurz die Leinen locker lässt. Mhm. Also man muss sich als Unternehmer auch dessen bewusst sein, da muss Druck drauf sein. Aber ich habe ja mittlerweile auch den Spaß dahinter, Druck drauf zu haben, weil die Firma ja gut läuft. Ich muss ja nicht an allen Stellen die Teller hochhalten, zu jonglieren. Okay, aber lass uns da mal genau das festhalten, Christian. Also du hast gerade gesagt, ist ja auch etwas, was ich im Coaching auch immer wieder auch betone, fast schon missionarisch betone und immer wieder reintrage. Immer wieder. Das Thema halt, du brauchst ein Spannungsfeld, du brauchst einen Spannungsbogen in deinem Unternehmen, weil ansonsten kommt halt, ich nenne es mal so eine Art Langeweile auf. Ja? So eine Langeweile im Sinne von, oder mildes Interesse, so weiterzumachen, es läuft, man verdient sein Geld und so weiter. Die Gefahr, du hast gerade beschrieben, es wäre eher runtergegangen als rauf, weil du hast halt dann nicht mehr die Energie, nicht mehr die Power am Start. Ich habe jetzt vielleicht ein eigenes Bildnis vor Augen. Bitte. Also entweder bist du als Unternehmer so oder so. Mhm. Weil auch die Entscheidungen, die ich ja treffe, die wir zum Beispiel jetzt bei der Mitarbeitergewinnung haben, im Recruitment, ich treffe die Entscheidung nicht für nächste Woche. Wenn wir da Videos machen und ein Konzept aufstellen und dann in die Bewerbungsphase gehen und dann kommen Bewerber rein, das dauert ja auch einige Zeit und dann hat der eine Kündigungszeit und bis der wirklich anfängt, so habe ich gestern eine Mitarbeiterin, dann auch zum 1.2. geht es da erst los. Das heißt, wenn ich in dieser steigenden Phase irgendwann sage, ich stagniere und treffe nicht die Entscheidungen, die später kommen, das heißt, ich treffe auf eine Entscheidung, die nötig gewesen wäre, geht es doppelt runter. Mhm. Also die Entscheidungen, die ich nicht treffe, überholen mich doppelt. Ja, aber das ist ja, was viele natürlich Makler jetzt im Sinne von Immobilienverkauf, Immobilienvertrieb, aber natürlich auch dann Unternehmer einfach nicht sehen oder außer Acht lassen. Ne? Wie zum Beispiel, ich stelle einen Mitarbeiter ein, dann habe ich den eingestellt, geil, Mitarbeiter. So, aber wenn du weitermachst, ne, wenn du diesen Druck auf der Pipeline nicht weitermachst, dann findet keine Entwicklung statt.
Und dann merkst du, oh, ist ja doch wieder, du brauchst eigentlich noch jemanden, fängst du wieder von vorne an. Du fängst ja immer wieder von vorne. Also es ist keine stetige Entwicklung. Übrigens auch bei Akquise, Einkauf, Verkauf genau das Gleiche. Du holst mal 2, 3 Objektchen rein, ja, und dann bist du wieder, puh, geil, ich habe die Objekte, jetzt muss ich sie erstmal abarbeiten und dann hörst du wieder auf, vorne ja, Neues reinzuholen. Einmal Sinuskurve bitte. Genau, ja, und rup, runter, ne? So, das macht halt keinen Sinn. So, aber jetzt muss ich dich trotzdem festzurren auf, was ist passiert danach? Also November 2021, wir schreiben jetzt November 2022. Was ist dann ab Dezember 2021 passiert? Ich habe vorauseilend eine Mitarbeiterin zum 15. Januar eingestellt. Also wir haben noch gar keine Arbeit für die. Ist doch jetzt alles genauso auf dem Level, schön, wir haben schön zu tun, oje, oje. Und dann kam die, da war eigentlich schon, hätte die Einarbeitung schon zu Ende sein müssen. Die war schon voll auf Gas. Die hat Sachen gesehen, wurde toll. Einarbeitungssystem war da. Wir haben immer weiter, Erfolg kam, Mitarbeiter kam, Akquise hat funktioniert, Empfehlungen kamen rein, alles. Also alle Maßnahmen, die wir teilweise auch deutlich vorher ergriffen haben, haben auf einmal Wurzeln. Ja, lass uns da mal aber auch eine Zahl mal nennen. Also du hast ja dann ein paar Maßnahmen eingeleitet, die haben ja was ausgelöst. Also da ist ja auch was zustande gekommen. Also die Objektanzahl ist deutlich nach oben gefahren worden. Ja. Und ich habe noch sehr gut im Kopf bei dir, wo dieser Punkt war, wo du mich angerufen hast und gesagt hast, Heinz, es knallt gerade an allen Ecken. Also nicht knallen im Negativen, sondern knallen im Positiven. Gerade kommen die Aufträge aus allen möglichen Enden, aus allen möglichen Ecken. Ich weiß ja nicht, wo die herkommen, ja, so nach dem Motto. Ja. So, ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern, wo du mir das erzählt hast. Da war gar keine Akquisequelle definierbar. So kam überall her. Mhm. Empfehlungen von Kunden, von Bekannten, von aus welchem Marketing, vom Wertermittlungsformular über die Homepage, ja, aber über warum? Die Zeit. Du hast ja angefangen, einfach Outflow zu machen. Genau. Ne? Outflow, du bist raus, du hast Gas gegeben und du hast den Objektbestand hochgefahren. Okay? So, was war das? Von, sagen wir mal, 5, 6, 7 Objekten auf wie viel? Ich glaube 36 in der Spitze. 36 in der Spitze. Innerhalb von wenigen Monaten, muss man sagen. Nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr bis heute, sondern wirklich innerhalb von drei, vier Monaten war genau. das. Genau. Ne? Und hat getroffen halt auf eine Firma, die Potenzial hat, die auch gut organisiert ist. Ja, ja, während absolut. 35, also hätte einfach nur Akquise funktioniert und hätte getroffen auf unseren Zustand von Oktober. Vor einem Jahr, hätte ich ja sagen müssen, wir können keine Häuser mehr annehmen. Wir hatten eine Warteliste von ganz kurz einmal über 4 Wochen, bis wir nach Auftragserteilung überhaupt zur Objektaufnahme, also zu Fotos und allem hinfahren. War aber kein Thema. War kein Thema. Nee, weil ich habe ja auch in der Phase extrem schön ausgestrahlt, diesen Erfolg und diese, hatte trotzdem Ruhe. Weil die Mitarbeiter wussten, was sie tun sollten. Und auch da schon wieder die Maßnahmen ergriffen. Im Mai hat ja der nächste Makler angefangen. Musste ich aber die Entscheidung treffen, noch einen einzustellen im Januar. Mhm. Also so haben die ganzen Entscheidungen 4, 5 Monate später, oh gut, dass ich es so gemacht habe. Und ineinander gegriffen. Ne? Ja, also wirklich immer wieder, oh gut, dass wir da so gemacht haben. So, und ich erinnere mich an den Moment, wo ich gesagt habe, Christian, die Objekte müssen auf die Webseite. Du musst viele Objekte auf der Webseite drauf haben. So, ja. Und dann auf einmal, als da die ganzen Objekte nach und nach auf die Webseite, wo das richtig plopp gemacht hat, ne, wo dann aus allen Ecken, das war ja genau dieser Magic Moment, ne, ja. Wo ne, je mehr Objekte nach und nach auf die Webseite kamen, jetzt können wir ja wirklich, das ist ja nicht einfach nur, es ist Fakt, ja. Fakt ist, wenn Leute auf eine Webseite gehen bei einem Immobilienmakler, was erwarten sie da? Immobilien. Genau, so, und auf einmal hast dafür gesorgt, dass die Webseite voller Objekte war. Und auf einmal waren da nicht nur viele Anfragen, sondern auch verdammt viele Verkäufer, die auf einmal gecheckt haben, du bist der Mac hier in der Region. So, und du warst dann auch unter anderem jetzt in 2022 in deiner Region, Eifel-Mosel-Tal, sag ich jetzt mal, der Makler mit den meisten Objekten. Punkt, oder? Oder gab es da noch einen anderen? Ich bin da von Kunden empfangen worden, die da die Zeitung aufgeschlagen hatten,
die gesagt haben, oh, hier haben wir gesehen, sie sind uns von dem und von dem, also von zwei getrennten Personen empfohlen worden. Ich sage, okay, hey, interessant. Kannte die Leute logischerweise. Und im Internet haben wir ihre Recruiting-Sache gesehen. Das ist uns dann auch aufgefallen. Also die Leute wurden schon massiv von uns. Sie haben ja auch das Haus hier bei uns im Ort verkauft. Da haben wir auch mit den Verkäufern gesprochen und haben sie auch toll gemacht. Teilweise wurde ich so empfangen. Teilweise nach Auftragserteilung habe ich die Sachen erzählt gekriegt, auf wie vielen Ebenen die Kunden mich wahrgenommen haben. Also war schon toll. Ist ja keine Vergangenheit. Genau. Deswegen also die Flughöhe, die wir da haben, durchaus auch eine sehr gute Arbeit. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Eifel-Moseltal ist jetzt nicht Ballungszentrum Köln, Bonn, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart oder München. Das heißt, du hast auch andere Kaufpreise, das darf man auch nicht vergessen. Ja, im Schnitt sind wir da schon bei einer Viertelmillion. Ja, aber ja. Im Schnitt. Und ne? Da sind wir jetzt, ich sag mal, bei über 400.000, da wird es schon ganz dünn. Deutlich überdurchschnittlich. Ja. Genau, überdurchschnittlich. Ja. Ne? Also das heißt, also wenn du jetzt, ich sag mal, 35 Objekte verkaufst, da würde jetzt, ich sag jetzt mal, in München ein Makler das 3- bis 5-fache verdienen. Ja, oder zumindest mal 3- bis 4-fache verdienen im Vergleich Ruckzuck. Zu dir. Ne? Ja. Ja, bei ja. gleicher Arbeit. Ja. Ne? Also das heißt, du musst auch ganz schön schnell rennen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also arbeiten im Sinne von Masse, ne? Also Quantität, die du da erfüllst und dann auch die Qualität abzuliefern, die du jetzt gerade ablieferst. Also wir müssen deutlich, auch sehr, sehr deutlich auf unsere Qualität achten. Auf jeden Fall, so oder so ist mein Anspruch. Nur bei uns ist halt auf verkauftes Haus weniger verdient. Definitiv. Ein Riesenfaktor, wo viele vielleicht drüber schmunzeln, über die Durchschnittsverkaufspreise. Aber macht halt Spaß. Wir gehen halt nicht auf Quantität in der Mosel und in der Eifel, wir gehen auf Qualität. Genau. Guter Wein, gute Immobilien, gute Makler. Ne? So sieht's aus. So, das heißt, erstmal, wenn wir jetzt mal ganz zurückdrehen, wir haben gestartet 2020, wir beide, in der Zusammenarbeit. 2020, 2021, auch 2022. Wir sind jetzt im dritten Jahr, starten wir jetzt sozusagen. Mhm. Von einem, darf ich das so sagen, durchschnittlichen, normalen Immobilienmakler oder einen leicht überforderten Immobilienmakler, kann man das auch sagen? Bleiben wir aber überfordert, weil durchschnittlich auf keinen Fall. Ja. Weil ich habe schon immer anders getickt, okay, wie andere Makler. Ich habe auch relativ wenig Kontakt in die Branche, außer hier zu anderen, die auch anders sind, Immobilienmaklern, aber überfordert schon. Weil die Firma, meine Firma vor 2 Jahren war schon in einem schwierigen Zustand, weil alleine zum Beispiel Mitarbeiterauswahl war schwierig. Unteroptimal. Suboptimal. Genau. Suboptimal. Und ja, aber so ist der Werdegang. Deswegen war ja alles, ich hatte ja immer den Hut auf und weiß halt, was passiert ist, habe das reflektiert und dran gearbeitet. Und wir haben richtig aufgeräumt, oder? Lecker. Komm, wir haben richtig aufgeräumt. Komm, ehrlich jetzt, wir haben doch echt geilen Scheiß gemacht, oder? Ja, nee, wirklich. Oder? Weil das jetzt ist, ich bin stolz drauf. Ja, kannst du auch. Da kann ich zeigen, ich gehe jetzt, so bin ich in einem Wettbewerb auch mit 4, 5 Maklern, jetzt bei einem sehr großen Objekt. Ich bin mir sicher, wer den Auftrag kriegt. Ja. Weil wirklich vom Exposé an, von allem, haben wir geilen Scheiß. Ja. Wir sind auf einem Level, wo ich mich gerne kontrollieren lasse und freue mich auch über jeden Verkäufer, der Anspruch hat in seinen Anforderungen. Hm. Der mal wirklich sagt, und ich sage immer, leg doch mal den Verkäufer aufs Kreuz. Sag, du hast doch jetzt gerade so eine Situation gehabt, oder nicht? Genau. Sag mal 2 Worte zu einem Verkäufer. Zeig mal. Genau. Lass dir mal ruhig lange reden und oh, ist der Tollste und super und alles schön. Aber zeig mal, wie viele Häuser hast du denn verkauft die letzten 8 Wochen? Zeig mal die Bewertung, zeig mal die letzten Exposés, zeig mal deine Homepage, wie viel hast du denn jetzt, wie sind deine Durchschnittspreise. Ich kann ja statistisch, ich kann ja alles raus. Oder zeig mir mal, wie wird denn so ein Beispiel-Exposé für mein Haus sehen. Bam! Zeig mal 2 Worte. Oder Verkäufer, Worte. Lass dir mal zeigen, ne? Ne, also genau. Lass dir doch mal zeigen, ne, mal nicht nur schöne Worte und Luft und Liebe, sondern lass den doch mal, der soll mal die Scheiße auf den Tisch legen. Deswegen hier so ein Tipp an jeden, der einen Dienstleister beauftragt, zeig mal. Genau. An einen, der die Fliesen legt im Badezimmer, zeig mir mal deine letzten 2 Badezimmer. Mhm. Genau. Lass mich mal deine letzten 2 Auftraggeber anrufen.
und dann, ich zeige es gerne, weil ich stehe ja mit Herzblut dahinter. Mir geht es doch schon lange nicht mehr um Kohle verdienen und ich rechne mir Provisionen nicht mehr aus. So würde ich am besten sagen. Gar nicht. Ich will einen guten Job abliefern. Geld verdiene ich doch dann sowieso. Genau das ist der Punkt. Und genau das ist genau die Art von Makler, die wir auch. Ja, ist so. Da werde ich gerade, da ja, kriege ja. ich halt, das ist toll. Das ist so wie in der Gastronomie. Die gehen ja gar nicht davon aus, dass man nochmal wiederkommt. Deswegen ist oft so durchschnittlich. Ich will weiterempfohlen werden. Da geht mir einer flitzen. Genau. Und vor allen Dingen die Kunden, du merkst auch, wie die strahlen und wie die merken, wie die danach lechzen und greifen, dass endlich einer sich, ich sag mal auf gut Deutsch, den Arsch aufreißt. Ja? Der Satz von dem Unternehmer, dem sein Haushammer verkauft, der hat von uns ein großes Ferienhaus gekauft, hat sein kleines über uns verkauft und er hat schon viele Immobilien verkauft und er hat gesagt, sie haben günstiger angesetzt, weniger als ich eigentlich haben wollte. Das habe ich im Endeffekt aber deutlich mehr gekriegt, als ich haben wollte. Herr Steffen, Sie sind der erste Makler in der langen Geschichte, ich habe schon viele Makler beauftragt, der erste, wo ich nochmal hingehen würde. Bei dem ich mich nochmal melden würde. Ja, hey, da geht mir runter wie Öl. Da geht mir doch gar nicht um Geld. Ist das, ist das jetzt ernsthaft? Ja. Wow. Okay, zwei Dinge würde ich gerne noch klären. Der erste Punkt ist, trotz der Zinskrise, ja, ich kann es schon lange nicht mehr hören. Genau, was haben wir? Zinskrise. Aber trotz der Veränderung der Hypothekenzinsen, sage ich jetzt mal, hast du was gemerkt? Beziehungsweise welchen Einfluss hatte es bei dir, weil es mit Sicherheit einige da draußen interessieren wird. Und erzähl doch mal die letzten Monate, wie die gelaufen sind bei dir. Also fast ungebremst, auch diesen Monat. Geh mal 8-mal zum Notar, heute Morgen, Mittwochmorgen. Also 8-mal. 8-mal, ja. Und ich bin nicht ganz zufrieden. Da haben noch 2, 3 Objekte. Ja, Finanzierung zu kriegen ist momentan ein bisschen schwieriger. Darf ich noch mal ganz kurz zwischenfragen, wie viel war das so im November 2020, wie viele Notartermine hattest du da? Ähnlich, nur deutlich weniger. Also, was jetzt so, 0 oder 1 oder? Ich müsste genau nachgucken, deutlich weniger. So, also nur damit wir uns richtig verstehen. Ne? Also hier hat eine wirklich, ich muss aber auch dazu sagen, du bist immer fleißig gewesen, du warst immer drauf, wir haben viel Kommunikation gehabt, Wir sind dran geblieben. Du hast wirklich auch umgesetzt. Also Hut ab auch jetzt, ne? Man kann immer sagen, ja, Coach war cool und super geile Sachen und so weiter. Du hast aber auch durchgezogen, ne? Und du hast wirklich dich da auch du hast da einfach reingebissen. Ne? Du hast gesagt, ein paar Momente musste ich dir mal ein bisschen hinterherlaufen. Genau, mein Job halt. Ja, machen, hinterherlaufen. Ne? Ja, du hast es schon subtiler gemacht. Ist aber so, wie es auf mich gepasst hat. Genau. Ja. So, und end of the day, 8 Beurkundungen, aber das ist ja noch nicht alles. Also du hast ja insgesamt, ich glaube September, Oktober, sag mal, wie viele Beurkundungen hast du da gemacht? Du hast eben 19 gesagt, ich meine, waren 18. 18? Ich habe mich nicht exakt vorbereitet auf unser Gespräch, aber wirklich, wir haben, und wenn es 16 waren oder 20, es läuft einfach, es rockt. Wir haben ein wirkliches Fließband auf super, super hoher, toller Qualität. So, und jetzt kommt ja noch eine Sache dazu. Du hast ja auch ein paar wirklich richtig coole Mitarbeiter am Start, ne? Also wenn ich da so drüber nachdenke, ne? Also Chapeau. Also du hast da echt, du baust ja auch gerade da so ein richtig cooles Team auf, was man jetzt auch in der Eifel vielleicht so nicht unbedingt erwarten würde. Ich meine das jetzt überhaupt nicht despektierlich, sondern sehr modern, auch junge Leute, ja, so wo man wirklich sagt, wow, ja, also das hat auch wirklich Wow-Faktor. Das ist ja so ein bisschen unser Slogan, ne? Immobilienmakler mit Wow-Faktor. Und das verkörpert ihr ja auch im wahrsten Sinne des Wortes. Erzähl mal, was passiert da auf der Ebene? Dieses Gefühl, gute Mitarbeiter zu haben, die selber laufen, froh sind, sich entwickeln, stark selber persönlich auch entwickeln, bei einem Job, mit dem sie mal froh sind, bei dem Quatsch, den sie teilweise vorher erlebt haben, ist ein Wahnsinnsgefühl, muss man erlebt haben. Deswegen stelle ich Mitarbeiter ein, wenn die dir teilweise nach sehr kurzer Zeit sagen, boah, hätte ich nicht gedacht, hier ist der Hammer, ich merke, wie ich mich verändere, ich fahre morgens total gerne auf die Arbeit. Wie viele Leute seid ihr jetzt insgesamt, all over, also in allen Bereichen aktuell? Zu sechs Zimmer? Von, du warst ja mal mit 7, dann hast du mal starke Gesichtsbremse gemacht, ne? Reset-Schalter, weil da war halt alles falsch eingestellt, mehr oder weniger. Genau. So, jetzt hast du aber wirklich
organisch gewachsen, 6 Leute, die echt laufen, die echt funktionieren, die auch performen. Hast jetzt gestern die nächste eingestellt, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. In Kürze wird unterschrieben, ja, aber toll, ich freue mich drauf. Ein junges Mädel, das will. Die wirklich, der merkst du an, die will. Da siehst du die Power, die hat Powerüberschuss. Schön. Ja, genau. Kannst du gerne bei uns rauslassen. Und da kommen aber jetzt noch ein paar Leute mehr in den nächsten Monaten, ne, dazu. Da wird ja auch noch was passieren, ne? Ja, und deswegen, und da bin ich auch vom Mindset her halt in den nächsten Monaten. Nein, wir werden durchweg weiter wachsen. Genau. Also kontinuierlich, das ist kontinuierlich, das Wichtige, danke. Jetzt dieses nicht Wort. Nicht explosiv oder so, sondern kontinuierlich weitermachen. Ich kann ja auch nicht alle 14 Tage jemanden einstellen. Also ich sage mal, gesund alle, auch realistisch 6 Wochen jemanden einzustellen. Auf den vielen verschiedenen Positionen, die noch nicht besetzt sind, gerne Immobilienmakler, Quereinsteiger vorrangig. Genau, also keine aus der Branche. Keine, ne? Also aus der Branche. Ja, keine Leute aus der Branche, nein, sondern du baust Leute wirklich auf. Also wer jetzt hier den Podcast hört, aus der Region Eifel-Mosel kommt, ja, Nähe Peaceport, Trier da die Ecke. Ne? Herzlich willkommen beim Eifel-Mosel-Makler, kann sich gerne bewerben. Es werden gesucht. Immobilienmaklerin. Telefonisten, genau. Teamassistenz, braunen Videografen, genau. Marketingmann, also auf allen Positionen. Wobei wir sind ja so frei in den Positionen noch. Gute Leute einfach bewerben. Genau, das ist genau gut. Ja. Ja, also da passiert jetzt eine ganze Menge, aber wie gesagt, nochmal kontinuierlich, ne, das ist ganz wichtig. Wolltest du was sagen? Ja, ein Blick auf die Sarah. Quereinsteiger, also wer 3-4 Jahre beim Makler war, da sind wir raus. Die liebe Sarah, Immobilienkauffrau gelernt, ist gerade am Fachwirt dran, hat bald Prüfung. Die hat direkt nach der Ausbildung ist die zu uns gekommen. Die war vorher noch nie beim Notar. Auch der Tim zum Beispiel, bei der Sparkasse gelernt, hatte auch einen Schwerpunkt auf Immobilien, aber direkt nach der Ausbildung zu uns gekommen. Dann die Lucy als Quereinsteigerin. Um mal gerade zu Sarah zu sagen, die kam auf mich zu, hat am 15. Januar diesen Jahres bei uns angefangen. Die hat ihr erstes Haus in alleiniger Betreuung, so 3/4 alleine, war ja immer jemand dabei, im März bekommen. Zwei Monate später, ne? Die hat mit Stand heute, Mitte November, hat sie mir gesagt, ich hatte keine direkte Betrachtung auf die Zahl, 30 Objekte verkauft dieses Jahr. Wow. Die war bis Januar, bis sie bei uns angefangen hat, noch nie beim Notar. 30 Objekte verkauft, ist das geil, oder? Die hat da inzwischen einen eigenen Stuhl. Ist das geil. Ja, überleg mal, ne? Ja. Und wenn man sich jetzt überlegt, wollen wir die Zahlen, wollen wir gar nicht reden, Durchschnitts Provisionsumsätze von so einem normalen Immobilienmakler, aber eine Maklerin von mehreren Maklern von dreien in einem und hat 30 Objekte verkauft, das ist schon ein richtig, richtig gutes Level. Ja, ne? Die Lucy genauso. Die ist ja auch kurz dahinter. Und der Tim, erst seit Mai dabei, vor ein paar Monaten seinen ersten Häuser. Auch der ist so schön auf Posten. Und auch, wie ich merke, wie er ja auch aufblüht. Mhm. Weil merke ich viel bei Bewerbern, die waren vorher in Firmen, wo ein Deckel drauf war. Ja. Die waren nicht ganz froh. Mhm. Da, wo so mal die Klarheit, die Struktur gefehlt hat. Und dann erleben sie hier, achten sehr auf die Weiterentwicklung. Sehr schön. Und darum geht's doch. Ich rechne mir keine Provisionen mehr aus. Die Firma muss laufen, klar, ich muss Geld verdienen. Keine Frage. Genau. Aber wirklich zufriedene Mitarbeiter. Wir sind ja nächste Woche auch mit dem ganzen Trüppchen bei dir auf dem Seminar. Wow, ich sehe jetzt schon die vorauseilend leuchtenden Augen. Ja, wird schön. Ja, wir haben ja auch nächste Woche Samstag unsere Expert Night, ja, das heißt unsere Party nach dem meine ich ja mit leuchtenden Seminar, Augen. Genau, das wird auch spannend werden, Freitag, Samstag. Ne? Christian, Umsatzentwicklung vom letzten Jahr zu diesem Jahr, sag mal eine Entwicklung, wie viel? 100% plus. Also Verdopplung. Ja. Verdopplung. Verdopplung, auch sehr solide, ne? Also eine Verdopplung zum Vorjahr. Ja, und kommt das Jahr? Also ganz realistisch, weil ja Potenzial da ist. Also verdoppeln ist ja eigentlich zu verdoppeln wenig. Ist nicht die Challenge. Also eigentlich müssen wir verdreifachen mindestens. Ernsthaft, ja. Weil ich sehe ja, welche Systeme geschaffen wurden. Also wir könnten ohne. Also eigentlich ist jetzt Zahltag. Ohne weiteres 100 Objekte verkaufen. Da, also da fängt keiner mehr an zu schwitzen bei uns. Ja.
Mit drei Maklern. Wie viel habt ihr jetzt gemacht ungefähr? So also ich denke mal, wir werden 70. bei gut 70 landen. Ja. 70, ne? Ja. 70 Objekte. Ich glaube, da wäre ein Münchner Makler, der hätte wirklich das Leuchten in den Augen. Ne? So, also 70 Objekte, das ist eine wirklich fette Ansage. Ja, wenn man überlegt, dass so vor einem Jahr noch ein paar Objektchen im einstelligen Bereich hattest, da hättest du auch, glaube ich, vor einem Jahr nicht unbedingt mitgerechnet, dass du bei 70 Objekten jetzt landest am Ende des Jahres 2022. Ich habe schon so ein kleines Blöckchen, das ist noch immer A5. Habe ich mir meine Umsatzzahlen, so die harten Zahlen, auf den Schreibtisch gelegt. Der Zettel liegt schon immer noch da. Und? Alter, boah, hätte ich nur die erreicht, wäre ich aber nicht froh. Echt war ja. Ja. Echt war, ja. Ja, ja. Ja, that's it. So, und jetzt muss man aber eine Sache wirklich nochmal hier hervorheben. Was haben wir gemacht? Grundlagen, Grundlagen, ja. Grundlagen, 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 nochmal Grundlagen, ja. Und nicht, ich habe, und das muss ich auch hier ganz klar dich bestätigen, und kein Ding sagt, weiß ich alles, kann ich alles, sondern Heinz, komm, tritt mir in den Arsch, zeig mir den Weg, helf mir, gib mir genau die Keule da, wo ich sie jetzt brauche, ja. Und an der Stelle, ich sag mal, vertagen wir auf eine Fortsetzung, ja, an der Stelle, oder wolltest du was sagen? Wir werden fortsetzen und ja, dann, definitiv. Dann auch noch mit, dann werde ich mich mal mit den Zahlen vorbereiten. Ja. Weil wirklich, es ist geil, die Zahlen machen ja auch Spaß. Die sind ja auch Balsam für die Unternehmerseele. Klar. Es funktioniert und es ist kein Glücksspiel, sondern es ist inzwischen planbar geworden. Genau. Und ich brauche nur, deswegen gerne dürfen sich 5 Menschen bei mir bewerben. Ich kann ja nicht alle auf einmal einstellen, so aber 5 Positionen sind offen und wir haben einen coolen Job, wo alle Sachen machen jeden Tag, wo sie nicht einmal auf die Uhr gucken. Sie werden wertgeschätzt. Und können wirklich die Branche rocken. Man kann ja gerne auch auf deiner Webseite gucken. Ja, also gar keine Frage. Und eine Sache muss man hier auch ganz klar sagen. Geiler Chef, geile Firma, geiles, wertvolles Produkt. Kunden, die das feiern, was ihr macht. Also was will man eigentlich mehr, was seinen Job angeht. Ja? Eine Bomben-Unternehmensberatung noch. Ja, okay, die ist natürlich auch noch, wollen wir den nicht vergessen. Ne? So, und wenn ihr da draußen jetzt wirklich die Faxen dicke habt und echt die Nase voll habt, selber rumzueiern, selber rumzuprobieren und es dem Christian und seinem Eifel-Mosel-Makler nachmachen wollt, dann, spätestens dann, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, hier unter diesem Video ja, auf unsere Webseite zu gehen, dir ein kostenfreies Strategiegespräch zu buchen, vor allen Dingen diesen Kanal hier zu abonnieren, damit du nichts mehr verpasst und einen Kommentar unten reinzuschreiben. Ja, wir beantworten natürlich gerne alle Fragen. Folge uns auf den sozialen Medien, Facebook, natürlich hier auf YouTube, Instagram und gerne auch auf TikTok, ja, wo wir gerade einen Haufen Spaß haben mit vielen coolen, mit vielen guten Videos. Das müssen wir wirklich, also Leute, geht auf unseren TikTok-Kanal, da geht gerade richtig was ab. Gut, also in diesem Sinne, Leute, ich kann euch nur eins sagen, macht's auch dem Christian nach. Ey Leute, es ist keine Raketenwissenschaft. Es hat viel mit Grundlagen zu tun. Ja, ich bin wirklich dran, vor allen Dingen mit Herz, Leib und Seele. Ja, und in diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin.